Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unser Anfang und unsere Hilfe stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der uns Menschen, die wir das Werk seiner Hände sind, niemals loslässt. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Der Wochenspruch, der uns durch diesen Gottesdienst und durch die kommende Woche begleiten möge, er stammt aus dem ersten Petrusbrief und erinnert uns an die frohe Osterbotschaft. Und der Name des Sonntags heute ist Programm. Quasi modo geniti, so lautet der lateinische Name dieses Sonntags. Quasimodo, wie in der Art und Weise, und geniti, in der Art und Weise wie Neugeborene. So dürfen wir uns fühlen, so wie Neugeborene, so wie Kinder dürfen wir uns durch das Osterfest fühlen. Wir singen heute als erstes Lied ein modernes Osterlied. Wir stehen im Morgen heißt das, und es ist ein Lied, das eigentlich zum Tanzen einlädt. Auch wenn wir heute wenige sind, wir werden nicht tanzen in der Kirche, aber vielleicht tut ihr es ja zu Hause. An der Orgel spielt heute Brigitte Dörr und hier unten bei mir sitzen Caroline Hartmann und Petra Stiebtraub. Wir stehen im Morgen. Wir danken dir, dass du uns schon jetzt neues Leben schenkst. Wir erfahren die Macht der Auferstehung, wenn jemand unsere Einsamkeit sieht und uns behutsam aus ihr heraushilft. Wenn sich der eiserne Ring von der Brust löst, den Angst und Trauer geschmiedet haben. Wenn wir freikommen aus dem Kerker der Depression und die Welt wieder bunt wird, und wir aufatmen und singen können. Gott, du reißt die Stricke des Todes in zwei, die uns umfangen. Du schenkst uns neue Lebenskraft. Auf dich richtet sich unsere Hoffnung. Erbarm dich unser.
Amen. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Johannes im 20. Kapitel. Am Abend des ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren, aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und die Seite. Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Thomas aber, einer der zwölf, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich es nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drinnen und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht: Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas: Reiche deinen Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm: Mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm: Weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Halleluja, der Herr hat Großes an uns getan, des sind wir fröhlich. Halleluja. Auf den ersten Blick waren die Holzbalken nur gewöhnliches Strandgut. Die Wellen hatten es immer weiter auf die Steine und schließlich auf den Strand geschoben. Erst beim näheren Hinsehen konnte man erkennen, dass die Balken zu einer Figur gehören, einer Menschengestalt in natürlicher Größe. Wasser und Sand hatten die Gesichtszüge ungenau werden lassen. Die Arme mussten einmal weit ausgebreitet gewesen sein. Reste von Farbe waren auf dem durchtränkten Holz noch zu erkennen. Kinder aus dem Fischerdorf hatten ihn entdeckt, inmitten des vielen Strandgutes, das die Winterstürme ans Ufer brachten. Den Christus aus dem Ozean. Sie trugen die vom Meerwasser vollgesogene schwere Figur ins Dorf. Und nachdenklich wie die Menschen hier waren, sahen sie in dem Fund ein Zeichen, einen Fingerzeig des Himmels. Darum sollte der Christus aus dem Ozean auch einen ganz besonderen Platz in der Kirche bekommen. Der Pfarrer nahm Maß an den ausgebreiteten Armen und bestellte ein schönes Kreuz aus altem, massivem Eichenholz. Die Christusfigur wurde daran gehängt und das Kreuz über dem Altar aufgestellt. Doch am nächsten Morgen lag der Christus wieder auf dem Altar und das neue, gerade hergestellte Kreuz
stand leer. Das Unheimliche dieser Nacht ließ sich nicht aufklären. Niemand hatte etwas verändert, niemand hatte seine Hand im Spiel gehabt. Die Menschen des Dorfes machten sich Gedanken. Da ging ihnen auf: Ein kostbareres Kreuz muss es sein. Eines, das würdiger ist, den Erlöser zu tragen, als das schnöde Hölzerne. Und so wählten sie ein edleres Holz. Und der Auftrag ging in die Stadt zu kunstfertigeren Leuten, als sie im Dorf zu finden waren. Und die Inschrift am oberen Ende, die ließen sie vergolden. Doch der Christus aus dem Meer verließ auch dieses Kreuz in der ersten Nacht und legte sich wiederum auf den Altar. Wer konnte verstehen, was hier geschah? Wohin sollten ihre Gedanken noch gelenkt werden? Ratlos und nachdenklich blicken sie zu dem geschundenen Mann und wurden tief beschämt. Beschämt, weil sie sich ihre Liebe so wenig hatten kosten lassen. Und dieses Gefühl ließ bereits ein neues Kreuz entstehen. Man schuf es aus Schmucksteinen und Goldringen, mit Edelsteinen versetzt. Und es heißt, auch Reiche aus der Stadt beteiligten sich an diesem Plan und trennten sich um Christi willen von einem Siegelring oder einem Diamanten. Nach 2 Jahren war dieses Kreuz endlich fertiggestellt und strahlte in seinem Glanz. Jedoch, er entfloh abermals dem kostbaren Kreuz und legte sich aufs Neue auf das weiße Leinen des Altars. Betroffenheit und Stummheit setzten jetzt ein. Die Gedanken und die Hände waren wie gelähmt. Man wusste keinen Rat mehr. Da brachte nach längerer Zeit und eher zufällig ein junger Mann, der im Ort einen schweren Stand hatte, wiederum etwas von diesem angeschwemmten Gut. 2 Schiffsplanken waren es, aus einem Schiffbruch stammend, mit Nägeln wie zu einem Kreuz zusammengefügt. Da fingen die anderen an, sich lustig zu machen über das, was er in diesen Wrackteilen sehen wollte. Doch einer im Ort gebietet dem Spott Einhalt. Von ihm heißt es, er habe viel nachgedacht, seit der Christus aus dem Ozean zu den Fischern gekommen war und ihren Glauben so auf die Probe gestellt und ihre Gedanken so sehr in Ratlosigkeit geführt hatte. Er hob den Christus vom Altar, legte ihn auf die Bretter des Brotes und nagelte ihn mit den vom Salzwasser zerfressenen Nägeln fest. Der Christus aus dem Ozean hat sich nie wieder davon gelöst. Er hat auf dem Holz bleiben wollen, auf dem und mit dem Menschen lebten, sich abmühten, kämpften, ja, auf dem sie umgekommen sind. Er hatte endlich seinen Platz gefunden. Liebe Gemeinde, wo ist Christus eigentlich? Wo sehen wir ihn? Wo erwarten wir ihn? Wo erhoffen wir ihn? Sehen wir ihn überhaupt? Oder geht es uns nicht manchmal auch wie dem ungläubigen Thomas? Den Menschen aus der Geschichte war klar, an einem möglichst hervorgehobenen, repräsentativen Ort musste Christus sein. An einem Kreuz aus kostbarem Holz, reichlich verziert mit Gold und Edelsteinen. Sie waren sogar bereit, dafür Opfer zu bringen, ihren Schmuck hergegeben und haben sich das Ganze viel kosten lassen. Welch eine Schmach und welch ein Schock muss es daher gewesen sein für diese Menschen, dass Christus nicht an diesem, ach so wertvollen Kreuz bleiben wollte. Er ist einfach herabgestiegen und das nicht nur einmal. Wo ist Christus eigentlich? Wo sehen wir ihn?
wo erhoffen wir ihn? Sowohl diese kleine Geschichte vom Christus aus dem Ozean, als auch natürlich das Evangelium dieses Tages, aber auch die Momente, die wir in den letzten Wochen, Monaten, ja sogar einem ganzen Jahr erleben, machen doch eines deutlich. Christus ist dort, wo wir Menschen sind. Er ist nicht da, wo es schön, erhaben und wunderbar ist. Er ist nicht am Edelsteinkreuz. Er ist nicht in den Palästen. Er ist dort, wo wir Menschen sind. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben können. Amen. Wir singen miteinander aus dem Gesangbuch, das Lied 100, Wir wollen alle fröhlich sein.
dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert in Ewigkeit. Amen. Mit seinen Worten beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wo ist Christus eigentlich? Da, wo wir Menschen sind. Genau da will er sein und genau da ist er. In dieser Gewissheit nehmt den Segen unseres Gottes mit und geht in diese neue Woche. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Wir wünschen euch eine gesegnete Woche, für viele, gerade von den Kleinen, einen guten Start wieder zurück in Schule und Kindergarten. Hoffen wir, dass es für uns alle gut wird und dass wir bald wieder beieinander und miteinander Gottesdienst feiern können. Einen gesegneten Sonntag hier aus Hagesheim. Wir singen zum Abschluss noch Jesus Christ, You Are My Life.